Hey, ich bin der Marcello und heute stelle ich dir das Modell Daisy vor. Daisy hat einen Schnitt aus den 50er Jahren. Jedoch haben wir es super aufgepimpt, indem wir diese Falten mit in den Halsausschnitt gelegt haben, die passend zu den Abnähern aus der Taille hineinverlaufen. Das gibt eine super schöne Form. Ebenfalls die Taillennaht betont unsere Taille super. Aber das Beste kommt noch. Wir haben natürlich den Zipper an der Seite, das heißt, du kannst super geil allein in das Kleid einsteigen. Wir haben natürlich hier einen schönen pinken Baumwollstoff, aber das Tolle an diesem Kleid ist, es ist super variabel. Das heißt, wir können auch jetzt einfach mal einen Satinstoff nehmen. Du nutzt es dann für eine Gala, für eine Oper oder für ein super schickes Event. Natürlich ist es langweilig, immer einfarbig zu sein. Das heißt, bekenn einfach Mut zur Farbe, zu Print, zu Mustern, zum Beispiel einen schönen Melonenmuster. Aber wir haben nämlich das Modell Daisy, wenn es nicht noch variabler ist, als nur diese zwei Stoffe zu benutzen oder drei. Du kannst eigentlich jeden Stoff nehmen, der dir belieben ist. Keine Angst, du musst es nicht alleine nähen, ich nähe es komplett mit dir zusammen. Wir brauchen natürlich etliche Materialien dafür. Als erstes Schnitte. Es gibt natürlich mehr Schnittteile, das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir sehen hier nun im Schnitt mehrere Linien, die kennzeichnen die Größe. Wir haben die Größe 36 und dementsprechend haben wir die Linie dafür ausgeschnitten. Auf den Schnittteil sind sonst sämtliche Beschriftungen noch enthalten, das heißt, welches Teil es ist, wie oft es zugeschnitten wird und dass die Nahtzugabe schon enthalten ist. Um natürlich auch die Schnittteile auszuschneiden, benötigen wir eine Papierschere. Des Weiteren brauchen wir dann für den Stoff eine separate Schere. Das wäre dann eine Stoffschere. Ein weiteres Gut für einen Modedesigner, für einen Schneider oder für einen Kreativen, gerade beim Nähen, ist natürlich das Maßband. Das Maßband hilft uns später, um Maße abzunehmen und sämtliche andere diverse Teile zu optimieren. Für das heutige Modell Daisy brauchen wir noch einen Nahtreißverschluss. Dies ist ein nahtfeiner Reißverschluss. Das heißt, beim Öffnen ist das im Stoff mit drin. Das heißt, wir sehen nur den Zipper, nur das Metallteil. Der Rest des Reißverschlusses sieht man nicht im Kleid. Als nächstes brauchen wir Kopierpapier. Das Kopierpapier ist dafür da, um später die Abnäher zu markieren. Für das Kopierpapier benutzen wir das Kopierrädchen. Zum Anzeichnen von Markierungen, die im Schnitt enthalten sind, nimmt man sich Schneiderkreide. Wir müssen nähen und das geht nur mit Garn. Also nehmen wir uns das passende Garn für das Kleid. Um die Schnittteile später auf den Stoff zu fixieren, benötigen wir Nadeln. Zu guter Letzt haben wir nur noch zwei Sachen. Das wäre zum einen Flieseline. Ist das. Das wird benutzt, um den Stoff zu verstärken. Dazu komme ich aber noch später. Und natürlich das Hauptteil ist der Stoff, aus dem wir das Kleid Daisy dann nähen. Und wenn dir das jetzt zu schnell war, hier das Ganze nochmal als Einkaufsliste. Du weißt jetzt, was du alles brauchst und kannst dir nun die Materialien besorgen und weiter geht es nun mit dem Zuschnitt. Du hast dir nun alle Materialien besorgt und ausgelegt und nun kommen wir zum Zuschnitt. Für den Zuschnitt habe ich nun schon alles zurechtgelegt. Dazu sind es zum Beispiel das Vorderteil, das Rückenteil, zwei Besatze, jeweils auch vorne und hinten und die Rockteile. Diese Schnitte sind jeweils mit Nahtzugabe schon versehen. Das heißt, wir müssen keine Nahtzugabe noch dazugeben. An den Außenlinien erkennen wir verschiedene gestrichelte oder durchgezogene Linien. Diese Linien geben die Größe an.
Wir suchen uns nun die passende Größe aus und die schneidest du dementsprechend zu. Die gepunktete Linie ist die größte 36 und diese habe ich schon mal zurechtgeschnitten. Bevor jedoch der Stoff zugeschnitten wird, müssen wir die jeweiligen Markierungen noch beachten, die auf den Schnitten angegeben sind. Dazu zählen die Abnäher, die Falten oder die Knipse. Dementsprechend haben wir auch die Markierung für den Fadenlauf. Dies ist auf jeden Schnitt jeweils vertreten. Und nun kommen wir zum Zuschnitt. Wir legen die jeweiligen Schnittteile laut Lageplan auf den Stoff. Bevor wir jedoch zuschneiden, müssen wir den Stoff waschen und bügeln. Wir legen den Stoff so hin, dass wir den Stoffbruch hier haben und die Webkante auf der jeweiligen anderen Seite. Die Webkante gibt gleichzeitig den Fadenlauf an. Das heißt, parallel zur Webkante legen wir den Fadenlauf auf. Wie wir sehen, steht auf dem vorderen Schnittteil drauf, im Stoffbruch zuschneiden. Dazu nehmen wir das Schnittteil und legen dieses auch im Stoffbruch an. Der Stoffbruch zeigt uns an, dass wir keine Naht haben, dadurch, dass der Stoff doppelt liegt. Um das Schnittteil jetzt zu befestigen, benutzen wir Stecknadeln. Gegebenenfalls, je nach Stoff, kann man natürlich auch Schneiderkreide nehmen und dieses anzeichnen. Immer schön darauf achten, dass es parallel zum Stoffbruch liegt. Um keinen Stoff zu verschwenden, benutzen wir nun das rückwärtige Rückenteil und legen es mit hinein. Jetzt müssen wir natürlich darauf achten, dass der Fadenlauf eingehalten wird. Das heißt, wir können nun mit einem Maßband entweder zur Webkante oder zum Stoffbruch anlegen und gucken, dass diese Linie parallel zu diesem Pfeil verläuft. Das Ganze wird dann fixiert. Wir können das Schnittteil deswegen platzieren, weil wir hier eine Naht haben und keinen jeweiligen Stoffbruch wie zuvor bei dem Schnittteil. Ich zeige euch, wie das jetzt mit den anderen Schnittteilen funktioniert. Die Rockteile sind jeweils auch im Bruch, werden somit genauso aufgelegt wie das Vorderteil. Die Besätze sind ebenfalls ohne Bruch, das heißt, diese können wir wie das Rückteil auf den restlichen Stoff verwerten, wo noch genug Platz ist, damit wir auch den Platz einsparen können. Ebenfalls zu den Besätzen müssen wir daran denken, dass diese verstärkt werden. Dies machen wir mit der Fliseline. Das heißt, den Besatz schneiden wir einmal mit dem Stoff zu und danach mit der Fliseline. Nachdem wir nun alle Schnittteile platziert haben auf den Stoff, schneiden wir diese zu. Bevor ihr zuschneidet, zeige ich euch, wie man damit anfängt. Wir nehmen uns die Stoffschere und schneiden exakt an unserer Linie vorbei. Ich schneide als erstes einmal komplett außen rum und um die Markierungen kümmere ich mich zum Schluss. Man muss sich den Zuschnitt natürlich so bequem wie möglich machen, das heißt, ich fahre den Tisch noch ein bisschen hoch. Aufpassen, dass man nicht in das Papier hineinschneidet, damit der Schnitt nicht irgendwann kleiner wird. Immer schön darauf achten beim Schneiden, dass man keine Nasen erzeugt. Das heißt, dass man die Linie sehr gerade hat. Bevor wir nun die Stecknadeln lösen, schauen wir uns an, wo wir einzuschneiden haben, um die Markierung zu fixieren auf den Stoff. Das heißt, für die Falten haben wir die Markierung hier. Wir schneiden so bis 0,4 bis 0,5 ein.
Natürlich nicht 1 cm, sonst haben wir den Schnitt in der Nahtzugabe drin. Ebenso hier die Markierungen. Bevor wir die Abnäher einschneiden, achten wir darauf, dass wir die jeweilige richtige Linie nehmen. Das heißt, ich nehme jetzt in dem Falle die gepunktete Linie und schneide diese ein, denn dies ist meine Größe 36. Ihr müsst das natürlich für eure jeweilige Größe machen. Nun haben wir alle Markierungen markiert bzw. eingeschnitten im Stoff, bis auf die Spitze vom Abnäher. Die Spitze vom Abnäher markieren wir jetzt mit dem Kreidepapier. Um den Abnäher nun einzuzeichnen, lösen wir die unteren Nadeln, lassen die oberen Nadeln drin, damit das Schnittteil noch auf den Stoff fixiert ist. Und nun sehe ich in dem Falle, habe ich den Stoff links auf links und es wäre besser, ihn auch rechts auf rechts zu haben, damit das nämlich auf der anderen Seite markiert wurde. Macht jetzt an dem Fall aber nichts aus, denn ich kann das Kreidepapier zwischen die Lagen legen. Dann wieder vorsichtig das Schnittteil herunterlassen. Und nun nehmen wir unser Kopierrädchen, dieses Gerät. Gucken wieder, wo unsere Linie verläuft. Und radeln dann vorsichtig Nun schauen wir erstmal, ob das übertragen wurde, bevor wir wieder komplett alles lösen. Hier könnt ihr nun sehen, die gelbe Linie wurde von dem Kreidepapier übertragen. So, nun können wir den kompletten Schnitt vom Stoff lösen. Ich mache das jetzt mit allen Schnittteilen fertig und zeige euch dann, wie es weitergeht. Nun habe ich alle Schnittteile ausgeschnitten und ich erkläre euch jetzt noch ein paar nützliche Sachen. Mit Hilfe einer Stecknadel markiere ich nun das hintere Rockteil, damit wir schlussendlich später wissen, welches vorne und welches hinten ist. Ein weiterer Trick ist, in den Stoffbruch auch wieder 0,5 einzuschneiden. Das habe ich jetzt im Vorderteil gemacht, das gleiche wird aber auch bei den Röcken gemacht. Damit wir die Belege später, die am Halsausschnitt verstürzt werden, auch vernünftig einnähen können, das heißt, damit die Mitte auch mittig bleibt, machen wir das gleiche auch mit den Belegen. Dazu entnehmen wir die Stecknadel und markieren uns ebenfalls jetzt das rückwärtige Teil. Da die Kanten symmetrisch sind, können wir hier wieder einen Stoffbruch quasi einzeichnen. Immer schön darauf achten, dass alle Kanten aufeinander liegen. Und nun können wir wieder die Mitte markieren. Das gleiche wird mit den anderen auch gemacht. Dieses Schnittteil markieren wir nun natürlich nicht, weil sonst können wir später nicht mehr herausfinden, ob es jetzt das Vorder- oder Rückteil ist. Um die Belege zu verstärken, benötigen wir noch Flieseline. Diese schneiden wir aus den gleichen Belegteilen zu. Bei der Flieseline ist zu beachten, dass es eine klebende Seite gibt und eine nicht klebende Seite. Die klebende Seite erkennt man daran, dass sie sehr rau ist. Die andere Seite ist dementsprechend eher faserig und glatt. Ich nehme mir nun die Schnittteile und Stecknadel und befestige die Schnittteile an die Flieseline. Ich habe nun alle Schnittteile mit Stecknadeln fixiert, werde sie zuschneiden und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Nachdem wir jetzt die Flieseline zugeschnitten haben, begeben wir uns nun daran, diese aufzubügeln. Nun ist zu beachten, dass wir die klebende Seite nutzen zum Aufbügeln. Das ist die, die sich rauer anfühlt. Gucken auch direkt, ob es das Vorderteil ist. Beziehungsweise in dem Teil habe ich jetzt das Rückenteil markiert. Wir legen es auf links und holen uns noch eine Unterlage vor dem Aufbügeln. Dafür nehme ich jetzt in dem Fall ein altes Handtuch. Man kann auch Stoffreste benutzen. Hauptsache, man legt es drunter. Natürlich die Nadel rausnehmen. Wir legen nun die Flieseline mit der klebenden Seite, die rauen Seite, auf die linke Seite des Stoffes. Das Handtuch ist nun dafür da,
dass die Klebereste nicht unsere schöne Bügelauflage kaputt machen. Dann nehmen wir unser Bügeleisen, stellen es auf Stufe 2 ohne Dampf und auf der Flieseline ist beschriftet, wie lange diese angedämpft wird, beziehungsweise das kann man dann aus dem Magazin entnehmen. In diesem Falle sind es 8 Sekunden mit leichtem Druck. Ich habe nun beide Belege verklebt, wie man hier sehen kann. Ich stelle das Bügeleisen jetzt zur Seite und wir begeben uns jetzt zum Versäubern. Wir starten nun mit dem Versäubern der einzelnen zugeschnittenen Teile. Das heißt, die Säume werden nicht versäubert, der Halsausschnitt wird nicht versäubert und die Armlöcher werden nicht versäubert. Alles andere wird versäubert. Ich zeige euch nun, wie dieses funktioniert. Wir stellen die Maschine auf einen Zickzackstich. Wenn du natürlich eine Overlock-Maschine hast, kannst du natürlich auch diese nutzen. Die Nähmaschine habe ich so eingestellt, dass ich eine Stichbreite von 3 habe und eine Stichlänge von 1. Das Versäubern garantiert, dass der Stoff nicht ausfranst und dass der Stoff beim Waschen auch gut erhalten bleibt. Ich beginne nun mit dem Versäubern des Beleges. Vom Beleg wird nur die untere Kante versäubert. Die Versäuberungsnaht sollte in den Stoff gehen und um die Kante. Wir haben nun eine perfekte versäuberte Naht. Da wir mit der Versäuberung die Kante des Stoffes schön umschlossen haben, garantiert es uns, dass dieser Stoff schön versäubert ist und beim Waschen oder gegebenenfalls beim Tragen nicht aufreißt. Das Ganze mache ich auch noch mit den anderen Teilen und dann zeige ich es dir. Nun habe ich alles vorbereitet, das heißt, ich habe alle Kanten versäubert. Ausgelassen habe ich den Halsausschnitt sowie die Ärmel und die Schulternaht. Zusätzlich auch den Rocksaum. Den Rocksaum habe ich übrig gelassen, weil der wird 5 und 5 mm eingeschlagen. Der Halsausschnitt und die Ärmel sowie die Schulter werden später verstürzt. Das heißt, die braucht man nicht zu versäubern. Und als nächstes zeige ich euch, wie man Abnäher und eine Falte einnäht, damit wir für das nächste Teil vorbereitet sind. Als erstes zeige ich euch, wie man den Abnäher absteckt. Dafür habe ich jetzt das rückwärtige Teil genommen. Wir haben uns vorher mit dem Kreidepapier den Abnäher markiert, indem wir mit dem Radl drüber gegangen sind. Dadurch sieht man hier diese feinen gelben Linien. Der Abnäher ist dafür da, dass die Brust später eine schöne Passform ergibt. Das heißt, es liegt schöner am Körper an. Um einen Abnäher abzustecken, nutzen wir die Knipse, die wir vorher gesetzt haben, und legen sie aufeinander. Laut Beschreibung werden diese zur hinteren Mitte gelegt. Das heißt, wir setzen die Knipse aneinander, nehmen uns eine Stecknadel und fixieren diese im Stoff. So. Dies habe ich mit weiteren Teilen schon mal vorbereitet. Hier das andere rückwärtige Stoffteil. Und dann kommen wir zum Vorderteil. Im Vorderteil haben wir jeweils auch wieder 2 Abnäher zu sehen. Die habe ich auch schon mal vorbereitet, wie man sieht. Aber es käme noch die Falte. Die Falte habe ich auch schon mal auf einer Seite fixiert und jetzt zeige ich euch, wie man das auf der anderen Seite macht. In der Mitte seht ihr einen Knips, den habe ich am Anfang gesetzt. Das markiert mir die vordere Mitte des Stoffteils. Dieser Knips geht bis unten hin, den habe ich unten ebenfalls gesetzt. Der Knips daneben zeigt an, wo die Falte endet, sowie der Knips an der äußersten Kante zeigt mir an, wo die Falte anfängt. Ich lege die Falte Knips auf Knips und im besten Falle dreht man das Teil dafür um. Dann sehe ich auch schon, wie ich das vorher zubereitet habe, wie die Falte sitzt. Ich kann sie nun genauso auflegen. So. Wie wir schön sehen können, ist das auf dem Kleid in dem Vorderteil. Die Falten sind schön am Ausschnitt. Und das Gleiche haben wir hier nun ebenso.
Wir haben die Falten gesteckt, wir haben die Abnäher abgesteckt, das heißt, wir können jetzt loslegen zu nähen. Wir fangen mit den Abnäher an. Um zu kontrollieren, ob der Abnäher richtig sitzt, nehmen wir uns die Stecknadeln und stecken sie genau auf die Linie ab. So können wir jetzt nun vergleichen, ob die Linie auch richtig funktioniert. Die gleiche Variante habe ich auch schon bei den anderen Schnittteilen gemacht. Zum Nähen empfehle ich aber, die Stecknadeln wieder senkrecht einzuführen. Das garantiert, dass wenn wir nähen, nicht die Nadel bricht oder die Stecknadeln uns behindern beim Nähen. Wir nähen nun den Abnäher von der breiten Kante auslaufend zum Punkt, den wir oben markiert haben vom Abnäher. Wichtig, unten beim Start wieder verriegeln. Ich empfehle kurz vorher, die Nadel doch zu entfernen. Wer sich noch nicht so sicher ist, kann diese natürlich auch drinnen lassen. Zum Ende hin des Abnähers müssen wir sehr knapp an der Kante nähen, damit dieser Abnäher schön ausgeführt wird. Würden wir exakt gerade drauf nähen, könnte es passieren, dass wir ein Hütchen an der Brust bekommen. Achte nun bitte darauf, dass du den Endpunkt im Blick hast. Das heißt, hier haben wir uns vorher mit einer Stecknadel markiert, damit wir wissen, wo der Abnäher endet. Wenn ihr den Abnäher auslaufend näht, müsst ihr darauf achten, dass ihr ungefähr einen Zentimeter an der Kante entlang läuft, damit dieser schön ausläuft. Das heißt, der Abnäher sitzt keine Spitze. Wenn ich das nämlich umdrehe, liegt der Stoff schön glatt. Das kann man auch sehr schön an dem Modell erkennen. Am Ende des Abnähers verknoten wir den Faden. Damit der Abnäher nicht wieder aufgeht, Rest schneiden wir ab, nehmen die Stecknadeln heraus. Nun können wir sehen, dass der Abnäher sehr schön ausgelaufen ist. Wir haben keine großartige Beule hier drin, der Stoff liegt ziemlich glatt. Das gleiche machen wir mit den anderen Abnähern. Und jetzt begeben wir uns zu den Falten. Wir haben uns die Falte ja sehr schön markiert und nun geht es darum, die Falte zu fixieren. Da wir eine Zentimeter Nahtzugabe haben, steppen wir nun kurz die Falte nur mit 0,5 cm Nahtzugabe ab. Das heißt, die Falte fixieren wir nur, bevor wir schlussendlich mit der 1 cm Nahtzugabe nähen. Damit wir die Falte schön nähen können, stecken wir die Stecknadeln um und kontrollieren sicherheitshalber nochmal, ob die Zwicke übereinander stimmen. Passt. Das heißt, wir können nun mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm die Falte fixieren. Da es nur fixiert wird, heißt es, wir müssen jetzt auch gar nicht verriegeln. Am Anfang empfiehlt es sich, erst eine Falte zu fixieren. Denn wenn man jetzt in einen Rutsch durchmachen würde, kann es sein, wenn sich etwas verschoben hat, dass man dann direkt beide Falten auftrennen muss. Wir schauen nun nochmal die Knipse, sieht gut aus, und machen nun die nächste Falte. Ich werde mich jetzt noch um die restlichen Abnäher kümmern und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und nun begeben wir uns am Bügeln der Abnäher und der Falten. Denn wer gut bügelt, hat weniger Arbeit zum Schluss. Die Falte vom Abnäher wird zur vorderen Mitte gebügelt. Dazu benötigen wir auch etwas Dampf. Wir nehmen uns die Falte und den Abnäher, heben den Stoff kurz leicht damit an und sehen, dass die Falte sowieso automatisch in den Abnäher hineinläuft. Das ist mit Absicht so und das ist auch schön so, denn somit haben wir eine schöne Linie des Abnähers und ebenfalls der Falte. Die Falte wird nun leicht gedämpft, das heißt mit dem Bügeleisen nicht auf den Stoff drücken, sondern nur mit dem Dampf leicht den Stoff andämpfen. Ich habe nun die Falte gedämpft. Und ebenfalls habe ich schon vorher die andere Seite gedämpft der Falte. Nun
müssen wir natürlich auch die anderen Abnäher zu der jeweiligen Mitte, in dem Fall zur Rückenmitte, schön glatt bügeln. Das habe ich schon mit beiden Teilen vorher gemacht. Und jetzt kümmern wir uns darum, dass die Naht vom Rücken zusammengenäht wird. Und dann können wir das Oberteil vorne, das Oberteil hinten mit den jeweiligen Rockteilen verbinden. Der nächste Schritt ist nun, die Rückennaht zu schließen. Dafür habe ich die rückwärtigen Teile rechts aufeinander gelegt und schon mal vorgesteckt. So, wir kümmern uns nun darum, mit 1 cm Nahtzugabe dran denken, diese Naht nun zu setzen. Natürlich wieder am Anfang verriegeln. Und immer schön darauf achten, dass Kante auf Kante liegt. Die letzte Nadel entferne ich, damit ich dann besser verriegeln kann. So, nun wieder die Fäden abschneiden. Alle Nadeln entfernen und nun die Naht auseinanderbügeln. Und nun schön die Naht auseinanderbügeln. Dabei kann man direkt auch nochmal kontrollieren, ob die Abnäher noch nach innen gebügelt sind. Gegebenenfalls kann man die noch auskorrigieren. Und nun kümmern wir uns darum, dass wir die Seite vom Oberteil mit dem Rockteil verbinden. Dazu wechsle ich nochmal eben den Standort, damit ich mehr Platz habe. Nun die Stoffe wieder rechts auf rechts. Wir haben uns am Anfang ja Knipse gesetzt für die jeweilige Mitte, das heißt die Rückenmitte vom Oberteil und die Rückenmitte vom Unterteil, also vom Rock. Das heißt, mit dem Punkt fange ich dann auch an zu markieren. Das heißt, da wo wir eingeschnitten hatten, die Punkte aufeinander legen und abstecken. Ich mache das halt so, dass ich auch mir die Endpunkte markiere als erstes. Das ist nur, damit ich selber sicher bin, dass die Endpunkte definitiv übereinander kommen. Und dann kann man sich noch in der Mitte eine Nadel setzen. Und das Ganze wird jetzt wieder schön vernäht. Wer sich noch etwas unsicher ist, der kann sich natürlich noch viel mehr Stecknadeln hineinstecken oder halt auch die Abnäher, ich zeige es mal am besten, damit die Abnäherfalte quasi nicht verrutscht, kann man die sich auch besser fixieren. Es wird dann schön glatt. Und wieder dran denken, 1 cm Nahtzugabe. So, den Anfang wieder verriegeln. Und ebenfalls wieder darauf achten, dass Kante auf Kante liegt. Und während des Nähens, während ich natürlich auch darauf achte, dass die Stoffe aufeinander liegen, beziehungsweise die Kante an der Kante liegen, achte ich auch darauf, dass der Stoff schön glatt liegt. Beim Abnäher kann man ruhig jetzt langsam nähen. Wer sich nicht ganz so sicher ist, kann das natürlich auch mit dem Handrad drehen. Das zeige ich gleich nochmal bei der anderen Abnäher. Nun kommen wir zum anderen Abnäher. Hier liegt die Falte natürlich jetzt nach innen. Das heißt, wir stoßen mit dem Fuß an den Abnäher ran. Da kann man sich natürlich auch die ersten Stiche einfach von Hand machen. Dann wird dieser schon fixiert. So, die ersten 2-3 Stiche auf der Falte, eventuell mal kurz das Füßchen heben und gucken, ob sich da eine Beule gemacht hat, aber sieht alles gut aus.
Nachdem wir so ein, zwei Stiche gemacht haben, können wir ganz normal weiter nähen. Am Ende nehme ich mir wieder die Nadel heraus, damit ich wieder besser verriegeln kann. So, und nun wieder schön die Fäden abschneiden, die Nadeln entfernen, einmal kurz die Naht anschauen, ob das alles schön sauber gemacht wurde. Sieht gut aus. Und nun bügeln wir die Taillennaht zum Oberteil. Wir machen das aus dem Grund, dass wenn man das Kleid anzieht, die Naht schon nach oben gelegt ist. Das heißt, wenn du das sonst über die Taille ziehst, dann wird die Naht nicht nochmal nach unten oder nach oben gedrückt. Das heißt, sie hat schon eine feste Position. Andernfalls bei etwas dünneren Stoffen ist die Gefahr, dass sich sonst die Versäuberung durchdrückt durch den Stoff. Noch hier unten ein bisschen auskorrigieren. Das gleiche habe ich auch schon mit dem Vorderteil gemacht. Das sieht man hier. Ich nehme jetzt die Teile und zeige euch, wie wir weiterverfahren. Als erstes die Stoffe rechts auf rechts. Auf der linken Seite des Kleides haben wir einen Reißverschluss. Das heißt, wir nähen jetzt erstmal die rechte Seite und die Schultern zusammen. Jetzt darauf bitte achten, dass in der Taillennaht auch die zwei Nähte perfekt übereinander sind. Und natürlich darauf achten, dass das auch nach oben ist, die Nahtzugabe. Nicht, dass man das schön nach oben gebügelt hat, aber die Nahtzugabe nach unten dann guckt beim Nähen. Am wichtigsten ist auf jeden Fall, sich die Naht zu markieren, oben und unten, damit man auch sieht, dass die Länge passt. Und den Rest, den kann man selber entscheiden, wie viele Stecknadeln man setzt. Das heißt, je sicherer du bist, desto weniger Stecknadeln brauchst du natürlich. So, wir können auch direkt die Schultern fixieren. So, nochmal zur Erinnerung, wir haben 1 cm Nahtzugabe. Das heißt, wir schließen nun die Seitennaht und die Schultern. Falls ihr vergessen habt, warum die Schultern nicht versäubert sind, die werden später verstürzt, das heißt, die braucht man nicht versäubern. Ich nähe nun von Saum aus, denn damit blockiere ich mir später nicht die Nähkante. Bitte wieder dran denken, dass ihr verriegelt. Und wie natürlich schon gehabt, immer darauf achten, dass die Kanten glatt aufeinander liegen. So, nun darauf achten, dass man bei der Naht nochmal kontrolliert, ob das passt, dass Naht auf Naht liegt. Am besten die Stecknadel einfach drinnen lassen, dann ist die Gefahr nicht so hoch, dass der Stoff wieder verrutscht. Und wieder verriegeln. Faden abschneiden und vorher mal die Naht kontrollieren. Sieht alles gut aus. Die Nadel kann ich nun auch entfernen und dann geht es auch schon weiter zur Schulter. Fäden wieder abschneiden und die Nadeln rausholen, bevor man sich dann mit noch sticht. Und direkt die andere Schulterseite hinterher. So. Wieder die Fäden abschneiden. Und die Nadeln wieder schön auf Seite. Nochmal zur Erinnerung, wir haben die Seitennaht geschlossen, die Schultern und die andere Seitennaht, also die linke Seitennaht, lassen wir erstmal offen, denn da kommt später noch der Reißverschluss hinein.
Weiter machen wir nun mit den Belägen. Die müssen wir ebenfalls an den Schultern nähen und an der rechten Seitennaht. Die linke Seitennaht lassen wir wieder offen. Ein Beleg ist dafür da, damit wir, wie man hier so schön an dem Kleid sieht, den Halsausschnitt schön bekommen und auch die Armpartie, also die Armlochpartie. Der Stoff ist übrigens dafür da, dass die Brust schön aussieht, dass das halt der Stoff auch fester ist und nicht so schnell verrutscht. Die Linien sind einfach viel schöner. So, und nun begeben wir uns ans Nähen. Ich weise nochmal darauf hin, dass man vorher verriegelt. Und nun die Schulterpartie. So, nun kann man auch direkt den Faden dran lassen und mit der nächsten Schulterpartie weitermachen. Dann spart man sich nochmal das Abschneiden. Nun haben wir hier auch die Schulterpartie verriegelt, ebenso die Seitennaht. Und das Ganze wird jetzt noch ausgebügelt. Das heißt, die Naht wird wieder auseinandergebügelt. Das haben wir nun überall an den Schulternähten, an der Seitennaht, ebenso an der Seitennaht vom kompletten Kleid und an der Schulter. Und damit begeben wir uns schon zum Bügeln. Nun bügeln wir schön die Schulternaht auseinander vom Beleg. Ein kleiner Tipp, wem das alles etwas zu sperrig ist mit den Nähten, der kann sich dann so eine Bügelhilfe nehmen und es dann hier oben drauf bügeln. Ich zeige es einmal noch mal kurz. Und jetzt werde ich noch die Seitennähte auseinander bügeln und die Schulternähte. Und dann geht es weiter mit dem Reißverschluss. Bevor wir den Reißverschluss einnähen, müssen wir sicherstellen, dass wir auch einen Reißverschlussfuß haben. Den habe ich hier schon vorbereitet. Jetzt werde ich diesen Reißverschlussfuß in die Maschine auswechseln. Dazu guckt ihr natürlich, wie das bei eurer Maschine funktioniert. Der Reißverschlussfuß ist dafür da, dass wir halt viel besser an die Nahtkante kommen des Reißers. Das heißt, bei einem nahtverdeckten Reißverschluss sehen wir natürlich nicht die Zacken. Um den später gut einnähen zu können, müssen wir in diese Rolle des Reißers hineinkommen. Und das stellt der Reißverschlussfuß. Bevor wir den Reißer aber einnähen, holen wir uns nochmal das Kleid und kontrollieren erstmal die Länge des Einstieges. Wir haben uns ja am Anfang die Zwicke markiert, wo der Reißer anfängt und wo der Reißer endet. Das war eine Strecke von 30 cm. Wir haben hier einen Zwick und dort einen Zwick. Sicherheitshalber einmal mit dem Maßband nochmal gucken, ob das wirklich 30 cm sind. Anlegen vom Zwick. Immer schön an der Stoffkante entlang und dann haben wir auch die 30. Es empfiehlt sich, einen Reißverschluss zu nehmen, der länger ist als der Einstieg. Das heißt, wenn wir einen 30 cm Einstieg haben, sollte man so 34, 35 cm haben, damit halt sichergestellt wird, dass der Reißverschluss vernünftig eingenäht werden kann. Wenn ihr einen längeren Reißverschluss habt, sagen wir jetzt mal 50 oder 70,
dann könnt ihr den auf die gewisse Länge schneiden. Das heißt, ihr schneidet einfach entlang und dann kokelt ihr mit einem Feuerzeug einfach noch die Reste an, damit das nicht weiter aufgeht und einfach verstärkt ist. Bevor wir den Reißverschluss einnähen, legen wir ihn mit der oberen Kante des Reißers 2 cm über den Zwick, den wir uns am Anfang gelegt haben. Wir öffnen den minimal in dem Punkt den Reißverschluss, nehmen uns eine Nadel und markieren die Stelle vom Zwick. Dann legen wir die Kante des Stoffes an die Kante des Reißverschlusses und gehen bis zu dem unteren Zwick, den wir uns auch vorher anmarkiert haben, und setzen uns dort diesen Zwick. Das Ganze machen wir auch einmal mit der Mitte. Wir öffnen nun diesen. Denn zum Einnähen geht das nur, wenn der Reißverschluss geöffnet ist. Nun gehen wir an die Nähmaschine. Wir müssen darauf achten, dass die Teilchennaht auch wieder hochgelegt ist. Die haben ja vorher nach oben gebügelt. Das heißt, die muss auch oben bleiben. Das macht keinen Sinn, wenn wir die später nach unten mit einnähen. Bevor wir nähen, richten wir uns die Nadelposition richtig ein. Das heißt, mit den Füßchen runter. Und dann kann ich bei mir in der Maschine einstellen, wo die Nadelposition ist. Dann einmal mit dem Handrad runter und gucken, bis wohin die Nadel geht. Und immer schön darauf achten, dass man sehr nah an die Rolle des Reißverschlusses kommt. Wir fixieren so zuerst die Naht an den Reißverschluss. Ruhig verriegeln. Beim Nähen des Reißverschlusses immer darauf achten, dass man die Rolle des Reißers immer schön aufhält, damit man so nah wie möglich an die Kante kommt. Hier nun aufpassen, dass die Naht weiterhin nach oben liegt. Wir haben sie am Anfang hochgebügelt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr natürlich die Stecknadel drinnen lassen, dann ist die Gefahr geringer. So, und nun so weit wie möglich versuchen, an den Reißverschluss Ende zu kommen. Kurz vor dem Schieber verriegeln wir nun die Naht. Und dann begeben wir uns an die andere Seite des Zippers. Nun kontrollieren wir, ob das alles schön eingenäht wurde. Das können wir hier sehr schön sehen. Die Naht geht direkt an den Stoff. Wenn wir den Zipper nochmal öffnen, sehen wir, die Zacken liegen perfekt dran. Und nun begeben wir uns zur anderen Seite des Zippers. Und nun legen wir das Kleid rechts auf rechts. Nehmen uns die Kante des Kleides und an das offene Ende des Reißverschlusses. Jetzt empfiehlt sich direkt am Anfang an der Naht, an der Taillennaht, die wir haben, da direkt die erste Nadel hineinzustecken. Dann sind wir nämlich auf der sicheren Seite, dass die Naht gleich bleibt. Dann öffnen wir den Zipper. Und machen das Gleiche mit der Nadel oben. Wieder an den Zwick, den wir uns gesetzt haben. Und ebenfalls unten. So, so sollte es dann später aussehen.
können nochmal sicherheitshalber kontrollieren, indem wir den Stoff einmal umlegen, ob die Kante richtig angelegt ist. Und dann gehen wir wieder ans Nähen. Bevor ich nun die rechte Seite des Zippers reinnähe, wechsle ich erstmal den Fuß. Das heißt, ich nehme keinen neuen Fuß, sondern nur die Position des Nähfußes ändere ich jetzt. An den Nähfuß erkennen wir nun, ich löse ihn erstmal, erkennen wir nun zwei Führungen. Wir haben eine linke und eine rechte. Wir haben den Reißverschluss nun mit der linken eingenäht, müssen aber jetzt für die andere Seite die rechte Führung benutzen. Ich setze nun den wieder einen Fuß, wieder auf die Markierung der Nadel achten, den Fuß runtersetzen und wir ändern nun die Nadelposition nach rechts, damit wir wieder an die Rollkante des Zippers rankommen. Wir wollen ja so weit wie möglich in die Rolle des Zippers kommen. Nun die Nadel wieder entfernen. Bequeme Sitzhaltung und wieder verriegeln den Anfang. Wieder schön die Rolle öffnen und darauf achten, dass der Reißverschluss wirklich an der Stoffkante liegt. Ich zeige Ihnen nochmal genau, wie das aussieht mit der Rolle. Ich öffne sie einmal kurz. Wir sehen sehr schön, dass wenn ich jetzt loslasse, diese wieder hineinspringt. Und genau in der Kante nähen wir hinein, dass wir so nah wie möglich an die Zacken des Zippers kommen. Und immer schön auseinanderziehen. Wieder ein bisschen Stoff nachgeben. Schön glatt halten. Und jetzt könnt ihr entscheiden, ob ihr die Nadel drin lässt oder nicht. Ich nehme sie jetzt in dem Falle raus, weil mich stört die total. Und natürlich schön darauf achten, dass die Naht, die wir vorher nach oben gebügelt haben in das Oberteil, dass die Naht auch oben bleibt. Darauf achten, dass ihr bitte nicht den Stoff oder den Zipper auf Spannung aufnäht. Das muss alles schön locker sitzen. Ich entnehme jetzt die Nadel und schaue, dass ich auf dieselbe Höhe abschließe, wie ich es zuvor auf der anderen Seite getan habe. Dazu ruhig den Stoff noch einmal schön zurechtlegen und wieder in die Rolle reinnähen. Und verriegeln. Einmal die Fäden alle abschneiden. Einmal das Kleid wenden. Und den Zipper einmal schließen. So, wir sehen, wie schön das hier reingenäht ist. Wunderbar. Und nun können wir uns daran setzen, noch die Seitennaht zu schließen. Und dann machen wir mit dem Belegen weiter. Dazu müssen wir darauf achten, dass wir das Ende des Reißverschlusses etwas nach oben klappen. Also so leicht hinaus. Fixieren uns den Punkt. Einmal hier im Stoff. Und nochmal an den Zipper. Hier könnt ihr nun auch ruhig die Nadel so hineinführen, dann ist das noch etwas stabiler, weil wir nähen eh ab dem Punkt, wo wir aufgehört haben, an und das machen wir auch noch mit dem Reißverschlussfuß. Dasselbe habe ich schon mal hier oben vorbereitet, zeige ich euch aber auch dann. Und
Wir stecken uns ebenfalls die Seitennaht vom Rock noch ab, auf jeden Fall den Endpunkt, damit wir hundertprozentig wieder auf der Linie landen und sicherheitshalber in der Mitte. Wenn euch das zu schwierig ist mit zu wenig Stecknadeln, könnt ihr ruhig noch mehrere Stecknadeln hineinfügen. Und wenn die zu viel sind, macht ihr euch halt einfach weniger Stecknadeln. So, und nun zeige ich euch, wie man die Seitennaht schließt. Ich nähe nun die Naht zum Ärmel aus. Ich korrigiere eventuell nochmal die Nähposition, das heißt, wie die Nadel einsticht, weil ich ja eben den Reißverschluss eingenäht habe. Eventuell muss ich die noch verstellen. Aber an diesem Punkt sitzt sie so ziemlich gut. Verriegeln. Und dran denken, dass wir 1 cm Nahtzugabe haben. Ihr könnt euch auch zur Hilfe ein Maßband nehmen und nochmal selber schauen, wie viel der Zentimeter ist. Andernfalls habt ihr eventuell auch eine Markierung bei euch auf der Nähmaschine gemacht und dann könnt ihr euch auch an die Markierung halten. Und wieder verriegeln und natürlich die Fäden abschneiden. Und nun haben wir die Naht, die zum Armloch führt, geschlossen. Wir entnehmen uns die Nadel, die wir uns als Sicherheit eingeführt hatten, drehen das Ganze einmal um und kontrollieren und sehen, dass die Naht schön geschlossen ist zum Zipper hinein. Wir können den Zipper auch eben nach oben schließen. Sitzt. Und jetzt begeben wir uns an den unteren Teil. Und nun machen wir das Gleiche auch an der unteren Seite. Wieder darauf achten, dass der Teil des Reißverschlusses nach außen guckt. Nochmal selber vielleicht kontrollieren, falls man nicht sehr sauber gearbeitet hat, dass man nochmal die Nadelposition nochmal eventuell ausrichten muss. Und dann nehmen wir ebenfalls wieder die 1 cm ab. Genau so, wie wir es zum Armloch hin gemacht hatten. Wieder schön darauf achten, dass der Stoff glatt liegt. Und nun verriegele ich wieder das Stück, weil jetzt mache ich mit dem anderen Fuß wieder weiter. Wenn ihr euch aber sicher seid, dass ihr auch mit dem Fuß die 1 cm einhalten könnt, könnt ihr mit dem Fuß natürlich weitermachen. Ich empfehle aber, mit dem normalen Nähfuß weiterzuarbeiten. Und nun sehen wir schön, wo der Reißverschluss endet und wo wir unsere Naht, die wir gerade angesetzt haben, schon mal angefangen haben. Die schließt perfekt mit dem Reißverschluss ab. Und nun nähe ich mit dem normalen Nähfuß noch die Seitennaht des Rockteils zu Ende und dann zeige ich euch, wie es mit dem Belegen weitergeht. Die Seitennaht habe ich schon zu Ende genäht. Ich habe euch das jetzt schon mal ausgelegt, wie das dann schlussendlich aussieht. Wir sehen hier der Zipper. Hier haben wir alles schön verschlossen. Da haben wir alles schön verschlossen. Selbst ich habe es heute mal nicht geschafft, die Naht hier schön exakt einzuhalten. Aber das passiert halt jeden Mal. Wenn es euch passiert, ist es auch nicht schlimm. Ihr macht das nächste Mal einfach besser und optimiert das Ganze noch. Jetzt werden wir noch das Ganze leicht andämpfen, damit der Zipper schön liegt und die Seitennaht werden wir noch schön komplett ausbügeln. Und dann kommen wir auch wieder weiter zu den Belegen. Als erstes dämpfen wir den Reißverschluss leicht an. Also mit minimalem Druck, nicht zu viel, aufgrund des Plastiks im Zipper. So kann man auch noch ein paar Lücken oder etwas, was nicht so schön gelungen ist, nochmal ausbessern. Dann wenden wir das Kleid.
Und dann bügeln wir noch die Seitennaht auseinander. Schön die Seitennaht auseinanderfalten. Das Kleid wieder wenden und dann geht es weiter mit dem Belegen. Nun zeige ich euch, wie wir die Belege einnähen, das heißt in dem Sinne, wie wir die Belege verstürzen. Bevor wir den Beleg einnähen, kontrollieren wir, welches die Vorder- und Rückseite ist. Entweder hat man die Nadel drin gelassen, wo man sich selber markiert hatte, das ist jetzt das Vorderteil oder das ist jetzt das Rückteil. Bei mir ist sie jetzt bei dem ganzen Chaos hinausgerutscht, aber ich kann es trotzdem noch erkennen, indem ich den Beleg so hinlege und sehe so wunderschön die Halsnaht von vorne und die Halsnaht vom Rücken. Ebenso ist Orientierungspunkt, dass wir die rechte Seite geschlossen haben und die linke Seite ist offen. Ebenfalls haben wir uns Knipse gesetzt, die die Rückenmitte und die vordere Mitte markieren. Die vordere Mitte kommt auf den Knips der vorderen Mitte vom Oberteil. Dann können wir uns das einmal so schön wenden. Können hier dann auch nochmal direkt kontrollieren. Die geschlossene Seite ist die rechte, die kommt auch auf die rechte Seite, denn hier haben wir den Zipper nicht. Das sieht man hier wunderbar. Die linke Seite ist noch offen, damit das später schön mit der Naht, die wir hier innen haben, noch gefestigt werden kann. Was man ebenfalls einmal kontrollieren kann, sind die Schultern, dass diese aufeinander liegen, das heißt die Naht auf Naht. Ich würde sich sogar empfehlen, am Anfang die einmal zu fixieren. Dabei könnt ihr direkt kontrollieren, ob ihr auch dran gedacht habt, die Nahtzugabe auseinander zu bügeln. Das macht man dafür, damit die, wenn wir jetzt den ganzen Stoff der Nahtzugabe in eine Richtung drehen würden, hätten wir einfach viel zu viel Stoff und dann wird das an der Schulter alles sehr klobig. Deswegen bügeln wir die auseinander. So, dann können wir ebenfalls kontrollieren, ob die Rückenmitte vom Oberteil mit der Rückenmitte vom Beleg übereinstimmt. Denn da haben wir uns ja auch schon einen Knips gesetzt und das passt hier super überein. Da machen wir uns auch eine Nadel rein. Und wer mag, kann sich natürlich jetzt noch die Falten sichern, indem er zwischen den Falten, trotz der Sicherheitsnaht, die wir natürlich vorher gemacht haben von 0,5, aber je nachdem ist die während der ganzen Arbeit schon wieder ein bisschen aufgegangen und dann fixieren wir die halt sicherheitshalber nochmal. So, wer möchte, kann sich natürlich jetzt noch hier eine Nadel reinstecken und da eine Nadel reinstecken. Ich mache es jetzt mal, damit ihr auch seht, wie das mit der Nadel ist. Machen wir hier unten auch. Jetzt muss ich mir noch eben neue Nadeln holen. So, da haben wir noch welche. Jetzt können wir noch mal einmal kurz das Kleid so aufschwingen und mal schauen, ob der Beleg auch schön sitzt. Okay. Das Ganze, was wir jetzt machen, nennt sich Verstürzen. Und das zeige ich euch jetzt, wie es funktioniert. Als erstes habe ich mir den Halsausschnitt abgesteckt, denn damit beginnen wir. Das heißt, wir fangen nicht bei den Armlöchern an, wir beginnen immer mit dem Halsausschnitt. Ich beginne jetzt bei der hinteren Mitte. Aber es ist eigentlich egal, wo man anfängt. Ich finde es nur einfacher zu starten, wo man sowieso schon eine Gerade hat und nicht eine Kurve. Wieder bedenken, dass wir 1 cm Nahtzugabe haben und natürlich verriegeln. Der Stoff wird auch nicht gespannt, der wird ganz locker und seicht in die Kurve reingelegt. Pass schön darauf auf, dass die Kanten aufeinander liegen
und dass doch der Stoff sich nicht wellt. Ich würde noch mal gucken, dass man die Nadel, die man sich vorher in die Schulter reingemacht hat, eventuell entfernt, je nachdem, wie nah man das zur Nahtzugabe gemacht hat. Und dann kann man das noch mal besser ausnähen. Lasst euch beim Einnähen des Halsausschnittes bzw. beim Verstürzen genug Zeit, macht es ordentlich, denn der soll später schön am Dekolleté liegen. Bei den Falten wieder darauf achten, dass man die Falte jetzt nicht noch eine weitere Falte reinnäht, sondern dass man die schön belässt. Wir haben es ja vorher markiert mit den 0,5 cm, die wir vorher abgenäht haben, aber trotzdem kann es passieren, dass man sich selber noch mal eine Falte reinlegt. Ich nähe jetzt noch den Halsausschnitt zu Ende, dann gehen wir weiter zu den Armlöchern, aber bevor wir auch die Armlöcher machen, zeige ich euch noch einen Tipp, denn es gibt noch eine Kleinigkeit, die man im Halsausschnitt noch machen kann. Ich habe nun den Halsausschnitt fertig genäht, ich entferne jetzt die Nadeln und ich gebe euch noch einen besonderen Tipp, das heißt, wir machen uns auch noch eine Sicherheitsnaht. Die Sicherheitsnaht, die garantiert uns, dass wir später den Beleg schön am Hals sitzend haben. Ich suche mir am besten immer die Rückennaht als erstes. Das heißt, wir werden nun die Nahtzugabe an den Beleg annähen. Dies machen wir ganz knappkantig. Das heißt, damit ihr ein bisschen besser was sehen könnt, die Nahtzugabe, ich zeige es nochmal so, geht zu dem Beleg. Und wir nähen nun den Beleg ringsherum auf die Nahtzugabe. Dies nennt man auch knappkantig absteppen. Es ist jetzt nicht so schlimm, wenn man das jetzt nicht hundertprozentig hinbekommt am Anfang, denn es ist nur eine Sicherheitsnaht. Die wird man später nicht sehen. Die liegt innen im Kleidungsstück und garantiert halt nur, dass der Beleg schön sitzt. Mit der Steppnaht orientiere ich mich nun an den Nahtschatten zwischen Beleg und Kleid. Jetzt habe ich die Sicherheitsnaht fertig gemacht. Das heißt, wir haben nun den Halsausschnitt verstürzt und die Sicherheitsnaht ringsherum gesetzt. Hier kann man es nochmal genau sehen und hier natürlich auch. So, und nun kommen wir zu den Armlöchern. Aber bevor wir die Armlöcher machen, müssen wir noch zusehen, dass die Rundung schön kommt. Das heißt, wir drehen uns das einmal wieder zurück, den Beleg. Wir sehen nun die Nahtzugabe und damit die sich schön verteilen lässt, das heißt, damit wir eine schöne Rundung am Halsausschnitt haben, schneiden wir diese ein, denn dadurch hat der Stoff Platz und kann sich schön um die Rundung schmiegen. Es gibt dafür jetzt keine richtige Faustregel, wie oft man einschneidet, aber man sollte natürlich jetzt nicht alle Zentimeter einschneiden, es sei denn, die Kurve ist extrem gerundet. Jetzt haben wir eine sehr leichte, sanfte Kurve, das heißt, wir können so alle 2 bis 3 cm einschneiden. Und so einschneiden, dass wir noch etwas Luft haben zu der Naht, die wir vorher genäht haben. Das machen wir dann ringsherum. So, ich habe ganz minimale Ecken, aber da wir eh noch das etwas bügeln werden, dass sich das nochmal schöner legt. Wenn ihr natürlich jetzt große Eckkanten habt,
dann würde ich das nochmal gegebenenfalls einschneiden. Und somit begeben wir uns jetzt zum Bügeln. Da wir ja die Sicherheitsnaht gelegt haben, legt sich der Stoff schon sehr schön. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr so stark an der Naht herumzuppeln, sondern können direkt mit dem Bügeleisen wieder natürlich auf Baumwollstufe entlang bügeln. So, wir haben auch jetzt nicht mehr so viel Arbeit vor uns. Wir müssen ja nur noch die Armlöcher verstürzen und den Saum machen. Und jetzt zeige ich euch aber erstmal, wie das mit dem Belegen funktioniert an den Armlöchern. Dazu wechseln wir nochmal zum Nähtisch. Bevor ich die Armlöcher verstürze, kontrollieren wir erstmal, ob der Beleg schön sich nach innen hineingesetzt hat in das Kleid und ob der auch glatt liegt. Das heißt, ich zeige es einmal besser von der Seite. Das heißt, hier liegt er schön glatt auf der Stoff. Wir machen es vielleicht mal noch so, dass wir uns vor die Nahtlinie von der Seitennaht einmal markieren bzw. einmal feststecken und wir fühlen dann einfach mal hier an dem Beleg entlang, ob es da irgendwelche Beulen gibt. Das gleiche machen wir auch oben, das liegt eigentlich ziemlich gut. Wir gucken mal eben nochmal von hinten. Hier sehe ich zum Beispiel, dass etwas übersteht. Das würde ich jetzt mit der Schere einfach ein bisschen auskorrigieren. Nun sehen wir, dass die Kurve schön aufeinander liegt. Das gleiche machen wir auch mit der anderen Seite. Hier haben wir jetzt die Besonderheit, dass wir das offen gelassen haben. Da würde ich jetzt empfehlen, dass wir einen Teil der Naht eben mal noch schließen, bevor wir das korrigieren. Das heißt, wir nehmen jetzt von der Naht, die sich hier anschließt, an die Armlochnaht, wo der Reißverschluss ist. Wo der Saum markiert ist, ist die untere Kante. Da wir aber die obere Kante brauchen, heißt es, es ist genau da, wo wir nicht den Saum haben. Da schließen wir jetzt so 1,5 cm. Ist nicht schlimm, wenn es dann 2 cm werden. Es ist einfach nur da für den nächsten Schritt, dass wir den besser bearbeiten können. Wir haben nun den Stoff auf rechts gelegt und nähen nun mit 1 cm Nahtzugabe ungefähr 2 cm ab. Wie ich schon erwähnt hatte, ist es jetzt nicht wichtig, ob das jetzt 1, 2, 3, es geht nur darum, dass wir die Naht nicht komplett schließen. Das heißt, ich bin jetzt auch ein bisschen mehr als die 2 cm geworden, ist es aber jetzt nicht so schlimm. Ich zeige euch nun anhand der Seite, wo der Reißverschluss ist, wie man ein Armloch verstürzt. Wir legen sie links auf links, das heißt die innere Stoffseiten aufeinander, nehmen uns dann ungefähr 1 cm. Klappen den nach innen und das gleiche machen wir auch mit der anderen Seite. Dies halten wir nun fest und stoßen die aneinander. Jetzt ist es eine kleine knifflige Sache. Ich kann es mit einer Nadel fixieren, aber das wird man gleich selber, wenn man den Schritt genau gesehen hat, entscheiden können, ob es für einen besser ist mit einer Nadel oder ohne einer Nadel. Man muss nun das ganze Gewirr durch den Halsausschnitt ziehen und dann die Nahtzugabe festhalten. So, jetzt mit der Nadel natürlich ein bisschen schwierig, aber ich kann sie ja jetzt wieder entfernen, halte es aber trotzdem noch fest, drehe das einmal so um und packe mir die Nahtzugabe. So, und stecke mir die jetzt auch direkt fest, das heißt, dann kann jetzt auch nichts mehr verrutschen und wir treffen auch wieder die Naht auf die Naht. Nun könnt ihr das ringsherum alles abstecken. Nehmt euch die Zeit und macht das vernünftig, denn man will ja, dass der Arm halt auch vernünftig durch das Armloch passt.
und dass es halt auch schön aussieht, die Rundungen. Ich habe nun das Kleid auf links gedreht, damit wir den Beleg gut an das Armloch annähen können. Ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Ist jetzt alles vom Stoff her wirklich sehr massig hier. Als Tipp, ich fange immer an, wo die Nähte sind. Das heißt, wir fangen den Punkt an, wo der Reißverschluss dran genäht ist, damit die Nahtzugaben später schön übereinander sitzen und die Naht auch an die Naht anschließt, stecken wir uns das hier an und nähen das Ganze von dort aus. Nochmal zur Erinnerung, wir haben überall 1 cm Nahtzugabe. Und nun muss man wirklich sehr, also lasst euch auch bitte Zeit dafür, wie mit dem Halsausschnitt, sehr ordentlich die Rundungen ausnähen. Und das mache ich jetzt das ganze Armloch rundherum. Nun habe ich beide Armlöcher verstürzt. Und ich habe ebenso wieder eine Sicherheitsnaht gesetzt, das zeige ich hier. Die Sicherheitsnaht bekommt man in dem Falle auch gar nicht bis in die Schulter hinein. Das heißt, man näht die so weit, wie man auch nähen kann. Das habe ich natürlich auch an beiden Seiten gemacht, wie man hier schön sehen kann. Nachdem ich das verstürzt hatte, die Sicherheitsnaht gemacht habe, habe ich es nochmal alles schön gründlich gebügelt, damit das alles schön glatt läuft und damit man auch nochmal sehen kann, ob man eventuell irgendwo einschneiden muss. Denn wir haben ja, um die Kurven schön hinzubekommen, noch die Nahtzugabe eingeschnibbelt. Und nun gehen wir dazu, noch den Beleg an der Seite des Reißverschlusses festzulegen. Wir öffnen am Anfang den Reißverschluss etwas, damit wir mehr Platz zum Arbeiten haben. Ich habe das einmal hier schon mal vorbereitet. Das heißt, am Anfang habe ich die Nahtzugabe mit den Nadeln abgesteckt an den Reißverschluss und noch gefasst mit dem Stoff. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Das Wichtigste ist, dass die Nahtzugabe, die oben liegt, die wir jetzt mit einem Staffierstich anlegen wollen, mit dem Reißverschluss verbunden ist. Ich zeige euch nun, wie dieser Stich funktioniert. Man sollte diesen Stich nicht auf der Rückseite sehen. Das heißt, wir stechen so erst in den Stoff in die Kante der Nahtzugabe. Na, das ist natürlich jetzt erstmal so ein bisschen Übungssache. So. Ziehen uns den Faden einmal heraus. Also im Prinzip macht man jedes Mal den Stich gleich. Man geht erst in die Stoffkante der Nahtzugabe und dann wieder in den Reißverschluss hinein. Und immer darauf achten, dass man nur den Reißverschluss mitnimmt. Und wieder in die Stoffkante. Ich beende nun meinen Staffierstich und dann zeige ich euch gleich, wie es mit dem Saum weitergeht. Bevor wir den Saum nähen, schlagen wir diesen 2x um 0,5 cm ein. Das habe ich alles schon mal hier vorbereitet, aber ich habe natürlich extra für euch noch ein Stück übrig gelassen, um euch zu zeigen, wie das funktioniert. Schön darauf achten, dass das gleichmäßig wird. Und den nächsten Einschlag. Wir möchten in dem Falle keinen Saum haben,
der offen ist, sondern geschlossen. Deswegen haben wir auch nicht versäubert. Und zum Ende hin werden wir diesen noch schön knappkantig absteppen, aber das zeige ich euch gleich noch. So. Und nun zeige ich euch, wie wir das Ganze steppen. Wir möchten nun knappkantig an dieser Kante unseren Stepp haben. Jetzt ist es euch selber überlassen, ob ihr lieber einen breiteren Stich haben wollt oder einen engeren Stich. Das ist jetzt, das könnt ihr selber entscheiden, was für euch schöner ist. So, und hier natürlich auch wieder verriegeln. Immer schön darauf achten, dass ihr ungefähr die Breite einhält. Ihr könnt euch zur Not ein Maßband nehmen, es anlegen und die Breite noch korrigieren. Und ansonsten würde ich sagen, mache ich jetzt den kompletten Saum fertig und dann sind wir mit dem Kleid auch schon soweit durch. Den Saum haben wir jetzt fertig, unser Kleid ist ebenso fertig, aber was machen wir denn jetzt? Jetzt musst du dir nur noch vorstellen, beide Kleider. Hey Sabrina, komm doch bitte mal rüber. Ich? Warum? Ich würde gern, dass du dieses schöne Kleid anziehst. Ja, aber ich bin noch gar nicht geschminkt und meine Haare sind nicht gemacht und ist ja lustig. Ist doch gar nicht so schlimm, wir haben eine super tolle Maske, die macht dich zurecht und nimm das Kleid mit, das wird toll aussehen. Hey, da bist du ja wieder. Ja. Wunderschön siehst du aus. Bist du zufrieden? Wie ja, sehr schön. Sitzt das Kleid dann perfekt? Ja, also es ist hier schön eng und schmiegt sich hier, glaube ich, ganz gut an. Ja, wir sehen auch wunderbar, wie die Taillenlinie schön bei dir auf der Taille sitzt und die Falten. Und bist du denn gut in das Kleid reingekommen? Ja, ja. Ja, wunderbar. Alles super funktioniert. Dann hat der natürlich auch Schluss. Wunderbar, sehr schön. Ja. Und auch die Länge ist gut und der Melonenprint ist natürlich... Ah, oh, herrlich. Ja, ich finde, der steht dir auch super, dieser Print. Auch die Farbe ist optimal für dich. Jetzt sehen wir, wie variabel dieses Kleid einfach ist. Jetzt haben wir mal im Gegensatz zu dem pinken Kleid einfach einen schönen Muster. Dieses Melonenmuster ist einfach nur perfekt. Ja, auch für den Sommer jetzt, ne? Ja, herrlich. Ja. Ich würde sagen, gehen direkt raus, genießen die Sonne, trinken was Schönes. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal.